Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die israelische Regierung hat den Gründer der radikalen Palästinenserorganisation Hamas, Sheikh Yassin, mit einem gezielten Angriff töten lassen. Yassin starb am frühen Morgen, als Kampfhubschrauber ihn in Gaza-Stadt unter Beschuss nahmen. Weltweit löste das israelische Vorgehen Sorgen vor einer neuen Eskalation der Gewalt im Nahen Osten aus. Der palästinensische Ministerpräsident Kurey sprach von einem wahnsinnigen und gefährlichen Akt, der das Tor zum Chaos öffne. Die Hamas kündigte umgehend Rache an. Sogar die Frauen der Hamas nahmen heute Waffen zur Hand, entschlossen, den Kampf gegen Israel zu verstärken. Sharon hat das Tor zur Hölle aufgestoßen. Und nichts auf der Welt wird uns hindern, ihm den Kopf abzuschlagen. So die Devise der Hamas. Über 100.000 Palästinenser nahmen am Trauermarsch in Gaza für Sheikh Yassin teil. Unter ihnen über 300 bewaffnete Kämpfer der Hamas. Sie alle wollen ihrem Scheich in den Märtyrertod folgen. Das palästinensische Volk wird jetzt erstarken. Vielleicht wacht auch die arabische Nation und die ganze islamische Welt aus ihrem Schlaf auf nach dem Mord an Yassin. Es war kurz nach 5 Uhr. Sheikh Yassin hatte sein Morgengebet beendet. Seine Leibwächter schieben den gelähmten Mann in seinem Rollstuhl aus der Moschee. Aus einem israelischen Kampfhubschrauber werden 3 Raketen abgefeuert. Der Sheikh und 7 weitere Personen werden getötet. Yassin wusste, dass er längst auf der Abschussliste der Israelis stand. Er verkroch sich nicht in den Untergrund. Vor 8 Tagen hatte das Sicherheitskabinett die Liquidierung beschlossen, nach dem Doppel-Selbstmordattentat mit 10 Toten. Wir haben das Recht, uns zu verteidigen, denn die Ideologie des Mannes war einzig und allein das Töten und Morden von Juden und die Zerstörung des Staates Israel. Sheikh Yassin stützte seinen Einfluss auf die Wohlfahrtsorganisation der Hamas. Politisch wurde er zum Rivalen vom Palästinenser Präsidenten Arafat, obwohl er nicht an die Macht strebte. In Hebron und in anderen Orten des Westjordanlandes lieferten sich Palästinenser gewaltsame Auseinandersetzungen. Israel bereitet sich auf eine Terrorwelle vor. Straßensperren werden errichtet. Das Westjordanland und der Gazastreifen wurden abgeriegelt. Die gezielte Tötung Yassins ist international auf Kritik und Ablehnung gestoßen. Regierungschefs der arabischen Länder sprachen von einem Verbrechen, das den Widerstand des palästinensischen Volkes neu entfachen werde. Am Abend will sich kurzfristig das sogenannte Nahostquartett in Kairo treffen. Daran sollen die Gesandten der USA und Russland teilnehmen, sowie Vertreter der UN und der EU. Er galt als die Seele der Hamas. Trauer und Wut beherrschen die Palästinenserlager im Libanon. Die Menschen fordern Rache für den Mord an Sheikh Yassin. Hamas und alle Gruppen, die an die Befreiung Palästinas glauben, so sagt dieser Mann, sind jetzt dazu aufgerufen, sich zum Widerstand zu vereinigen. Es könnte bald zum Flächenbrand kommen, denn die Hisbollah kündigt neue Aktionen an. Es ist eine absolut verrückte Tat von Sharon und zugleich eine neue Stufe des Widerstands und des Heiligen Kriegs. Jordanien hat vor 10 Jahren einen Friedensvertrag mit Israel unterzeichnet, als zweiter arabischer Staat nach Ägypten. Jetzt sind Tausende auf den Straßen. Rache für Sheikh Yassin, rufen die Demonstranten. Tod für Sharon, Tod den Zionisten. Syrien. Die gleichen Bilder, die gleichen Reaktionen. Die Ermordung des Hamas-Chefs eint die Völker der arabischen Welt. Selbst in Ägypten wird die israelische Flagge mit Benzin getränkt. Die Regierung steht unter Druck. Monatelang hat man ein Treffen zwischen Israel und den Palästinensern vorbereitet. Gewalt und Gegengewalt sollten endlich beendet werden. Nun steht der Präsident mit leeren Händen da. Wir verurteilen diese Aktion aufs Schärfste. Wir waren eben dabei, den Friedensprozess wieder in Gang zu bringen. Diese Aktion hat den Friedensprozess torpediert. Die brennende Flagge, ein Fanal, der Auftakt zu weiteren Anschlägen, egal ob Terror oder Gegenterror.
UN-Generalsekretär Annan hat Israel aufgefordert, gezielte Tötungen wie bei Sheikh Yassin umgehend einzustellen. Sie seien ein Verstoß gegen das internationale Recht und aufs Schärfste zu verurteilen. Die USA umgingen eine konkrete Bewertung des israelischen Vorgehens und riefen die Konfliktparteien zur Ruhe auf. Präsident Bushs Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice beteuerte als erste, die amerikanische Regierung sei nicht in die israelische Aktion eingeweiht gewesen. Aber sie vermied es, die Aktion zu verurteilen. Vergessen wir nicht, Hamas ist eine Terrororganisation und Sheikh Yassin war persönlich in Terrorismus verstrickt. Trotzdem, wir haben eine echte Chance auf Frieden. Der israelische Außenminister Shalom, zurzeit zu Besuch in Washington, wurde zu Vizepräsident Cheney gebeten. Anschließend sagte er auf die Frage, ob die USA vorab informiert gewesen seien, vorsichtig: Israel hat sich entschieden, seine eigene Regierung die Entscheidung treffen zu lassen. Die Aktion heute Morgen im Gazastreifen wurde also von der israelischen Regierung selbst akzeptiert. Vor einer halben Stunde zeigte der amerikanische Regierungssprecher McClellan, wie sorgfältig die Wortwahl im Weißen Haus aufeinander abgestimmt ist. Israel hat ein Recht auf Selbstverteidigung, aber Israel muss auch die Folgen seiner Handlungen beachten. Hamas ist eine Terrororganisation und Sheikh Yassin ist persönlich in Terror verstrickt. Das Weiße Haus versucht den Balanceakt. Israel offen kritisieren will man auf keinen Fall. Gleichzeitig möchte die amerikanische Regierung vorsichtig Distanz halten. Schließlich will Präsident Bush auf dem G8-Gipfel Anfang Juni eine neue Nahost-Initiative vorstellen. Eine Welle der Gewalt würde dies überschatten. In scharfer Form hat die Europäische Union den Angriff auf Sheikh Yassin verurteilt. Die Außenminister verabschiedeten bei ihrem Treffen in Brüssel eine gemeinsame Erklärung. Darin heißt es, Israel habe nicht das Recht zu außergesetzlichen Tötungen. Bundesaußenminister Fischer sagte, beide Seiten müssten begreifen, dass eine Lösung des Nahostkonfliktes nur mit Verhandlungen gefunden werden könne. Eigentlich sollte es eine Routinesitzung werden. Zum Kampf gegen den Terrorismus hatten die Innenminister am vergangenen Freitag das Nötige gesagt. Doch die Nachrichten aus dem Gazastreifen führten Europas Außenministern einmal mehr vor Augen, wie begrenzt ihr Einfluss im Nahen Osten ist. Zwar habe Israel das Recht, sich zu verteidigen, meinte der Brite Jack Straw, aber es habe nicht das Recht zu derart gesetzlosem Töten. Deshalb, so wörtlich, verurteilen wir es. Die Verurteilung der israelischen Aktion durch die EU fiel ungewöhnlich scharf aus. Der gerade verübte Mord, so hieß es, habe die Lage angeheizt. Auf Europas Interesse verwies der deutsche Außenminister. Der Kampf gegen den Terrorismus ist von entscheidender Bedeutung. Nur wir sollten gleichzeitig auch alles unterlassen, was hier die falschen Kräfte stärkt. Auch der amtierende EU-Vorsitzende, Irlands Ministerpräsident Ahern, verurteilte mit Frankreichs Staatschef Chirac in Paris die Tötungen, nicht nur, weil sie dem internationalen Recht widersprechen. Sie unterminieren auch die Idee von der Herrschaft des Rechts, die für den Kampf gegen den Terror zentrale Bedeutung hat. Trotz allem hält die EU unverdrossen an der Roadmap fest, dem international verabredeten Fahrplan für einen Frieden in Nahost. Wie sehr diese Haltung inzwischen mit Ratlosigkeit und Resignation einhergeht, machte gerade der innerhalb der EU stets besonders israelfreundliche deutsche Außenminister deutlich. Gefragt, ob nach seinem Eindruck auch Israels Regierung an einem Erfolg der Roadmap arbeite, hatte Minister Fischer keine Antwort. Im Streit um das geplante Zuwanderungsgesetz haben sich Koalition und Opposition in einigen Punkten angenähert. Nach der Sitzung gestern Abend teilten beide Seiten mit, es gebe Kompromisslinien bei den Themen Zugang zum Arbeitsmarkt, Familiennachzug und Spätaussiedler. Entsprechend der Forderung der Union wird nun auch über Sicherheitsfragen gesprochen. Ergebnisse gibt es aber noch nicht, ebenso wenig wie beim Flüchtlingsschutz. Die umstrittene Ausbildungsplatzabgabe nimmt langsam Form an. Das Bildungsministerium hat einen ersten Formulierungsvorschlag vorgelegt. Darin werden unter anderem die Höhe der geplanten Abgabe und Ausnahmeregelungen für kleine Betriebe festgelegt. Die Arbeitgeber, aber auch Wirtschaftsminister Clement lehnen das Vorhaben ab. Der neue SPD-Chef Müntefering unterstützt es dagegen. Der frisch gewählte SPD-Vorsitzende demonstrierte heute im Parteipräsidium, mit welchen Kernpunkten er die Traditionsgenossen bei der Stange halten will.
Es wird keine weiteren Steuererleichterungen geben, aber definitiv das Gesetz zur Ausbildungsplatzabgabe. Und zwar soll die Wirtschaft noch 15% mehr Lehrstellen anbieten, als zahlenmäßig fehlen, damit die Bewerber eine Auswahl haben und damit ein regionaler Ausgleich erfolgen kann. Diese 15% beziehen sich aber auf die Lücke dessen, was bleibt. Nicht auf den Gesamtbereich der Ausbildungsplätze, die man braucht. Also, es fehlten am 30.09. des letzten Jahres 35.000 Ausbildungsplätze. 15% wären 5.225, 40.500 oder so ungefähr, ja. Hochkompliziert, dagegen ist die Azubi-Quote von 7% aller Mitarbeiter einfach. Formulierungshilfen hat das Bundesbildungsministerium für den Gesetzesentwurf der Regierungsfraktionen erarbeitet. Danach sollen nur Betriebe mit mindestens 10 Beschäftigten zahlen, wenn sie zu wenig ausbilden. Dagegen kann ein stark ausbildender Betrieb pro Lehrling und Jahr maximal 7.500 Euro kassieren. Aber Abgaben könnten bei Großunternehmen einige Millionen Euro pro Jahr betragen, bei Mittelständlern Hunderttausende. Lahmt eine Firma, muss sie im Einzelfall über eine Freistellung verhandeln. Dieses Gesetz hier ist nichts anderes als ein Riesenapparat, der aufgebaut wird, ein riesiger Finanzausgleich, der geschaffen wird, der verwaltet werden muss, weil alle betroffen sein werden. Klar ist, auch Behörden sollen zahlen. Über Details wird weiter gerungen, demnächst im Kabinett und kommende Woche in den Regierungsfraktionen. Bundeskanzler Schröder hat Äußerungen von DIHK-Präsident Braun zur Produktion im Ausland scharf kritisiert. Braun hatte dem Berliner Tagesspiegel gesagt, er empfehle Unternehmen, nicht auf eine bessere Politik zu warten, sondern selbst zu handeln und die Chancen zu nutzen, die etwa in der Osterweiterung lägen. Regierungssprecher Ander kommentierte die Aussagen in Berlin als unpatriotischen Akt. Schröder habe in interner Runde klargemacht, dass auch die Industrie eine Verpflichtung gegenüber dem Gemeinwohl habe. Überlegungen von Wirtschaftsminister Clement, die Ökosteuer auf den Prüfstand zu stellen, sind im Bundeskanzleramt auf Kritik gestoßen. Regierungssprecher Ander wies heute darauf hin, dass die Einnahmen aus der Ökosteuer der Rentenkasse zuflössen und dazu dienten, die Lohnnebenkosten stabil zu halten. Wer die Steuer in Frage stelle, müsse andere Instrumente mit ähnlichem Effekt nennen. Das habe aber gefehlt. Auch in der zweiten Gerichtsinstanz ist der suspendierte Saarbrücker Oberbürgermeister Hoffmann wegen Untreue verurteilt worden. Der SPD-Politiker kündigte daraufhin seinen Rücktritt an. Gegen das Urteil will er Rechtsmittel einlegen. Das Landgericht Saarbrücken sah es heute als erwiesen an, dass Hoffmann in seinem Privatgarten auf Kosten der Stadt Gärtner eingesetzt hatte. Es verhängte eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen, insgesamt knapp 11.000 Euro. Damit gilt Hoffmann nicht als vorbestraft. In einem Haus in Augsburg sind heute Mittag 5 Tote entdeckt worden. Es handelt sich um 2 Männer, 2 Frauen und ein 7-jähriges Mädchen. 4 der Opfer gehörten nach Angaben der Polizei zu einer türkischen Familie. Sie seien erstochen worden. Ein Nachbar hatte die Toten gefunden. Die Polizei fahndet inzwischen nach einem Mann. Sie schließt ein Eifersuchtsdrama nicht aus. Beginn der Spargelernte. Die ersten 150 Kilo der weißen Delikatesse wurden am Vormittag in Dürmersheim bei Rastatt gestochen. Durch Sonnenenergie unter Folien gereift, kann der badische Spargel früher geerntet werden als anderswo in Deutschland. Noch ist das Gemüse aber nur über Erzeugerhöfe zu beziehen. Der Preis für ein Kilo bis zu 15 Euro. Ende April kommt dann auch der Freilandspargel auf den Markt. Der Intendant von Radio Bremen, Heinz Glesken, ist für weitere 5 Jahre in seinem Amt bestätigt worden. Der Rundfunkrat des Senders wählte den 60-Jährigen heute mit großer Mehrheit wieder. Glesken steht seit Oktober 1999 an der Spitze von Radio Bremen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 23. März. Das Sturmtief vom Wochenende zieht weiter nach Osten. Dabei wird es schwächer. Trotzdem ist frühlingshaftes Wetter von uns meilenweit entfernt. Wolkenreiche Polarluft ist die Ursache. Unterstützt wird das ungemütliche Wetter durch ein neues Tief über Oberitalien, das stärker wird. Heute Nacht Schauer, im Bergland Schnee, Tendenz nachlassend. Auch morgen fallen hin und wieder Schauer, vor allem im Westen. Nach Süden ziehen dichte Wolken, bereits am Vormittag geregnet oder schneit es südlich der Donau lange und kräftig. Die Schneefallgrenze liegt bei 600 Metern. Gegen Abend lässt der Wind nach, morgen dann schwacher Wind im Norden aus West-Südwest, im Süden aus Nord-Nordost.
An den Alpen heute Nacht minus 3 Grad, im Breisgau plus 5 Grad, stellenweise wird es glatt. Morgen 3 Grad plus in den Alpentälern, am Niederrhein und an der Spree 11 Grad. Am Mittwoch regnet es im Süden für längere Zeit, oberhalb von 600 Metern schneit es. Im Laufe des Tages breiten sich Regen und Schnee nach Nordosten aus. In der Nacht schneit es auch im Flachland. Am Donnerstag regnet und schneit es im Osten weiter. Am Freitag nur noch gelegentlich Regen oder Schnee, nachts Frost.